Meine Fresse, Leute. Hat sich das gerade aufgehangen? Ich krieg die Krise. 24 Minuten hat es durchgehalten, dann sehe ich, dass irgendwie alles gefroren ist. Nein, Leute, ich hatte dieses Problem schon während der Testphasen und dachte, ja geil, ich nutze einfach die Zeit zwischen den Phasen und verstärke meinen PC mal ein bisschen. Und es hat nicht geholfen, scheinbar. Jetzt habe ich gerade ein bisschen rumgesucht, woran es liegen könnte, habe die Grafik halt extrem runtergefahren. Es sieht trotzdem noch nice aus. Keine Frage. Und ich hoffe, es reicht. Ich habe jetzt den Ton noch ein bisschen lauter gemacht, habe gerade festgestellt, dass der Ton schon okay war, aber der Ingame-Sound noch ein bisschen lauter sein könnte. So, dann gehen wir direkt zurück. Let's go. Ja, ihr habt an sich nichts verpasst. Also, wir sind jetzt einfach nur hier diesen Weg gegangen. Genau, hier waren diese Explosionsdinger. Ihr habt es gerade noch im letzten Video gesehen hier. Das eine habe ich zum Explodieren gebracht. Und dann, weil hier waren so ein paar Gegner, so 5, 6 Gegner. Was ihr allerdings jetzt verpasst habt, und das ist natürlich, also, traumatisch, ist die Tatsache, dass wir ein goldenes Item gefunden haben. Ja, also nach einer halben Stunde Spielzeit, bäm, habe ich gerade die Adelserlösung gefunden. Ja, moinsen, Adelserlösung, Adelheid, grüß dich. 88 Gegenstandsmacht, 154 Rüstung, 2 und so weiter. Geil, oder? Nach einer halben Stunde, Leute. Ich freue mich schon aufs erste Epische. Oder ist das dann Legendary? Was ist das eigentlich? Oder was ist das? Das ist selten. Selten. Boah, ich hoffe, es hängt sich jetzt nicht nochmal auf. So krass, ich habe die Grafik so sehr runtergenommen. Also zumindest laut Beschreibung. Ein bisschen leiser wieder. Und trotzdem sieht es halt irgendwie genauso aus. Finde ich zumindest. Als Laie. Ah, ja, daneben. Skelettis. Also wie lange die auch die Kill dir aushalten, ne? Ja. Bam. Zieh einfach das Leben aus dem Haus. Sie. Aha. Panzerhandschuhe. Dinge, die wir nicht mehr brauchen, können wir einfach markieren mit Dirk. Dann bekommen wir hier so ein. Was ist das denn? Ist das ein Dolch oder sowas durchgezogen ist? Und dann können wir beim Händler alles, was entsprechend markiert ist, einfach mit einem Schlag verkaufen. Ja. Din, 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 din. Alright. Let's go! Ich hoffe, der Stream hängt sich nicht auf, beziehungsweise check ich es, wenn ich es sofort. Sag mal, wenn es in einer halben Stunde läuft, kann die Videos aneinander schreiben. Ist ja okay, Problemli. Oh, geil, Level 4. Aber wenn ich es halt nicht checke und spiele dann weiter 10 Minuten, verpasst ihr alles. Das ist so blöde. So, was machen wir jetzt, geil? Lives? Ist halt die Frage, brauche ich überhaupt Lifesteal? Blutschutzwunde, jedes Mal, wenn ein Gegner getroffen wird, ein Basisleben als Stehlung wirkt über eine Chance. Tja. Halt auch geil, oder? Brauche ich Lifesteal? Ich sage jetzt einfach mal nee. Ich mache jetzt hier Angriffsgeschwindigkeit. Wir sind ja sowieso quasi die ganze Zeit voll durch unsere Skelettis. Skelettis, Moiste, moin moin. Nee. Die haben jetzt auch nicht das ganze Gold mit. Denke ich mal, lohnt sich nicht. Teuflisches Folio, was ist das denn? Ah ja. Ja, Schild, wozu ein Schild? Brauchen wir nicht. Sind sowieso die ganze Zeit hinten. Dem, 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 dem. Ja, jetzt hier lang. Jetzt kommen wir zum ersten Boss, denke ich. Ich brauche Bin ich mehr mal gespannt, Zeit. wie das jetzt mit den Skelettis wird. Hat ja schon Jäger probiert und Druide. Da hat man ja
Also im Berlin erst später, aber sonst hat man jetzt keine Hilfe, also kein Pet oder so. Ist quasi jetzt Neuland, quasi Modo. Junge, so nicht treffen lassen. Denn sie. Ja. Geschwindigkeit, ha? 20% Kollege. Ja, Baby. Die Sense, die nimmt direkt beide Plätze weg. Na, weiß ich nicht so richtig. Zwei Leben beim Töten eines Gegners. 5% kritischer Trefferschaden. Ja, ist okay. Finse, Sense. 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 Sensei. Sensei. Geile rote Linse, Alter. Boah. Über Schaden, würde ich mal sagen. Machen 30. Schaden sorgen. Ja, jetzt schon alles. Ja, wirklich, das Mann hier. Wie wir regelrecht durchsensen uns. Ah, ausgeschlossen. Schön aus der sicheren Entfernung. Überhaupt nicht feige oder so. Oh, Alter! Das war ein Flächenschaden. Aber wenn wir gerade das Dings eingesammelt haben, ne? Dann hier, all diese Blutwolke oder Blutsturz, wie es heißt. Ja. Komm. Habe ich hier eingesammelt, die Blutwolke? Blutsturz. Blutkugel. Jetzt haben wir's. Blood in Bloody Bowl. Was? Okay. Auf zum Bossi. Bossi, mein Bossi. Ich bin der Sensenmann. Ich bin der Sensenmann. Sensenmann. Und die Skelette drehen sich um mich herum. Wir machen eine geile Party. Geile Party. Skelettparty. Okay, jetzt nicht mehr. Warum? Hey. Yeah. Alle im Gleichschritt. Yeah. Ihr seid so geil. Yeah. Skelettarmee. Ja. Wir folgen euch, Meister. Drehung. Drehung. Hey, Drehung. Okay. Hello, enthaupteter Priester. Ach, den kennen wir doch. Kopflose Nick. Was, kopflose Nick? Ja, guck mal. Da kann man ganz gut, also ganz gemütlich hinten chillen. Ganz gemütlich. Ist ja was ganz anderes hier. 20%. Nehmen wir mit. Ah, guck mal, easy. Ah, holen wir uns einfach neues Skelett, ist doch kein Problem. Baby Problemi. Ah, oh Gott, Gott. Der Hälfte der AD, Kollege, ja, was ist denn? Holen wir uns einfach neues Skelett. Kein Problem, ist alles kein Problem. Baby Problemi. Ja. Ja genau, mach deinen Scheiß. Ah, da kommen nämlich die kleinen Viecher und dann kann ich wieder das Blätter dabei beschwören. Ja. Oh, und weg. Ich brauche mehr Zeit. Eins. Ja, ist das wirklich cool und. Ey, das wird ja immer besser. Die Skelett herbeibeschwörung hat gar keinen Cooldown. Ja. Alter Verwalter, ist das easy. Alter, das ist ja der beste Hero überhaupt. Noch eine bessere Sense. Super Sense. Die Suse. Wir nennen sie Susi. Die Suse. Geilo. Okay. Ihr seid zurück. Ja, das staunste, Vani. Wahnsinn. Sind sicher. Eurem Dorf droht keine Gefahr mehr. Wirklich? Ha! Beim Licht. Ihr wurdet vom Himmel geschickt. Oh, es tut mir leid, aber wir haben kein Geld. Nein. Dafür haben wir heißen Eintopf, gute Gesellschaft. Ein Getränk. Töpfe. Spül den Eintopf damit herunter. War noch ein Topf. Es wäre uns eine Ehre, wenn ihr uns Gesellschaft leistet. Ja, komm.
Ja, was geht? Das war doch nicht damals. Wie geil ist das denn? Alter, wo sind die Skelette? Die wollen noch mittanzen. Richtig nice Party hier, Alter. Richtig Techno-Party. Geil. Oh. Eine und Durst getrunken. Okay. Plötzlich unter Wasser. Unter Wasser. Scheiße, Atlantis kommt. Oh, nee. Trinkwettbewerb verloren. Oh, Sven. Echt. Ja, nett. Die bringen mich direkt hier. Ja. Erstmal raus. Aus der Spielunke. Sehr niedlich gemacht, die Zwischensequenz. Oh, Sven spuckt aus. Spuck's aus? Ich muss ständig gucken, ob das Schüler läuft. Ich sah meinen Leichnam und aus meinem Mund kroch Hass. Mein Vater verbrannte seine Kinder auf einem Scheiterhaufen. Das ist auch kein Gedicht. Okay, sorry. Deine Mutter formte aus der Asche ein neues Zeitalter. Ich dachte, das ist ein Gedicht. Das ist einfach nur ein Einschlaflied. Ich sah, wie die Schwachen erstarkten, ein Rudel Lämmer, das sich an Wölfen labte. Tränen aus Blut regneten auf ein Wüstenjuwel und den Rest konnte ich nicht lesen, weil ich so schlecht lesen kann und so langsam lese. Dann kam ein Speer aus Licht und durchschlug das Herz des Hasses und er, der gefesselt war, wurde befreit. Ratmanns Prophezeiung. Ist ja schon geil gemacht. Ich glaube, das gab es vorher nicht, oder? In den Testphasen? Dass ich dort nicht runterrutsche. Ist ja unglaublich. Ich passe dort richtig rein, sehe jetzt schon aus wie eine Leiche. Oh oh. Was ist das denn hier? Ein Schlachthaus? Bin ich wohl nicht der Erste, der hier landet, oder was? Beim Blut der Mutter. Beim Körper der Mutter. So. Werdet ihr ihre Herrlichkeit bezeugen? Bevor ihr sterbt. Ist noch nicht so weit. Was sind das für Creeps, Alter? What the fuck? Sie kommen! Das ganze verdammte Dorf! Aufstehen! Steh auf! Wir müssen uns den Weg freikämpfen! Da! Ergreift sie! Möge das Licht uns schützen! Was ist hier los? Josef! Verlorene Seelen, ihr alle! Josef! Geiler Typ. Oh, massiver Damage. Wollen wir nochmal kurz rausgehen? Zu Vani, oder? Nee, doch hier Vani, genau. Ja, Vani! Rinder Vani! Nee, den zieht jetzt nicht richtig das Leben aus. Rinder Vani. Bin ich denn hier also wo bin ich denn hier reingeraten? Josef. Kapellenschlüssel. Ihr seid der Wahnsinn aus dem Schuppen. Wahnsinnig? Diese Ketzer haben mich betäubt, als ich von den Ruinen zurückkehrte. Genau wie euch. Ich kam wieder zu mir und floh. Ich versuchte, in die Kapelle zu gelangen, aber sie war verschlossen. Aha. Oh mein Gott, was ist jetzt los? Welch übel ist das? Blüten aus Blut? Habt ihr das gesehen? 360. Sie müssen sie mir gegeben haben. Einfach komplett gedreht. Ein blasphemisches Ritual. Wie haben Sie davon erfahren?
Vielleicht liegt die Antwort in der Kapelle. Sie haben sie aus einem guten Grund abgeschlossen. Okay. Diese Frau, die sie angeführt hat. Ja, hab ich doch schon. Schlüssel haben. Weiter. Geil. Hab ich. So, ihr Lieben, was machen wir denn jetzt hier? Schlechter. Quest abgeschlossen. Yeah, Baby. Oh, was ist das? Okay, Herbeirufung, Steigtufe noch mehr. Diener Arten und Fertigkeiten. Okay, was? Plänkler anpassen. Ihr könnt einen Plänkler Krieger auferstehen lassen. Okay, wie was? Hä? Aber. Wählt eine Aufwertung oder opfert eure Diener. Opfern? Eure kritische Läufer schon, aber ihr könnt keines Krieger mehr. Ach so, hä, na, wie sollte man das denn machen? Jedes Mal, wenn ihr einen kritischen Läufer erzielt, ist der nächste Angriff eurer Blängler ein kritischer Treffer und Vorsicht, der ist ja übelst krank. What? Oder ein zusätzliches Skelett. Sag mal das hier. Oh. Warum sind jetzt alle gestorben? Ah ja, okay. Ah, okay. Ah. Naja. Okay, und ab Stufe 8 können wir dann unten Verteidiger wählen. Ah, okay, ich hab's gecheckt. Okay, muss ich einfach nochmal neu beschwören. Das war ja das Blutdings. So, jetzt können wir hier was Neues machen. Was ist denn das? Beschwört eine Knochensperre aus dem Boden. Der 65 Schaden. Oh, das ist auch viel. Eure maximale Einsatz. Okay, was ist das? Werft eine Blutlanze, die 3 Sekunden lang. Genau, diese. Und allen anderen betroffenen Gegnern. Aber wieso denn? Weil es ist doch in einem Gegner. Stich, ne? Entzieht Gegnern Blut. Erzeugt eine Blutnova. Okay. Boah. Ist ja nicht ganz geil hier. Noch ein Speer, nochmal ein Knochensperr. Cool. Ja, geil. So, jetzt muss ich wieder Skelette herbeischauen. Geht nicht mehr. Wieso? Ach so, weil ich in der Stadt bin, oder? Nee. Hä? Aber ich kann auch noch zaubern, wieso? Das kann ich hier nicht tun. Wieso kann ich denn jetzt keine Skelette mehr herbeibeschwören? Nur Feuer kann die Dunkelheit an diesem Ort läutern. Seht hinein, aber beeilt euch. Ich ja, komm. Mache die Fackel bereit. Ist das echt? That's what he said. Ach, wie geil ist das denn gemacht? Ist aber neu, oder? Papst Benedikt. Ach, ich muss Rollo runterlassen. Nee, Glocke. Ist das so, dass die. Das Seil der Glocke direkt hinterm Altar steht, hängt? Jetzt kommen sie alle, das ist ja wie bei hier Resident Evil Village. Was soll da, Hanna? Nee, was sagen die? Keine Ahnung. Nisso no Nemo, Nisso no Ledo. Keine Ahnung, irgendwie sowas. Ha? Schändlich. Unser Vater hat euch einen Pfad der Erlösung aufgezeigt. Ja, das Schinken. Und trotzdem kommt ihr bei jeder Gelegenheit davon ab. Ihr zecht und zockt. Ihr begehrt und stehlt. Schändlich. Hm.
Sünde ist ihr Geburtsrecht. Meine Kinder, die Herrscher der Hölle, wollen unsere Welt verschlingen. Die Erlösung liegt nicht im Licht, sondern in euch. Glaube lehrt euch, das Verlangen des Herzens zu verleugnen. Er hat euch zu Gefangenen in euch selbst gemacht. Schon geil gemacht. Sprengt eure Ketten und erkennt, wozu ihr bestimmt seid. Sprengt eure Ketten und erblüht in freiester Sünde. Un Forastero! Widersteht! Widersteht ihrer Versuchung! Alter! Das ist aber nicht nett. Un Forastero. Ich bin es. Ich habe euer Kind in diese Welt gebracht. Oh! Alter Verwalter. Muss ich hier eigentlich P18 draus machen? Wird sich schon Twitch kümmern, oder? Alter, Arme, ey. Hyperventiliert. Meinst du gerade das Bild? Der schlimmer ist Resident Evil Unforastero. Sie sind erwacht. Hier, Assassin's Creed? Mutter. Die ersten von vielen. Geh zur Trockenstelle und setz deine Vorbereitungen fort. Das ist klar. Nun beginnt unser wahres Werk. Alter, weiter. Wie hieß der von Assassin's Creed wieder direkt der erste Teil? Ich kann mir den Namen immer so schlecht merken. Ah, ihr seid zu euch gekommen. Dem Licht sei Dank. Ja, ich hab's gleich. Al... Wie hieß er denn? Oh, ihr wisst es bestimmt. Der Typ aus dem ersten Teil. Ah, ich komme nicht drauf. Wie bin ich hierher gekommen? Ihr seid dort drin zusammengebrochen. Ich dachte, die Dunkelheit hätte euch verschlungen. Ich habe euch hierher geschleppt und diesen verfluchten Ort niedergebrannt. Was ist euch dort zugestoßen? Ich sah eine Vision. Ein gehörnter Dämon. Sie sagte, die Herrscher der Hölle nahten heran. Sie wollte den Menschen dabei helfen, zu überleben. Alter ihr! Sie nannte sie ihre Kinder. Und sie begrüßten sie wie eine Mutter. Mutter? Nein, das kann nicht sein. Ich muss der Kathedrale Bericht erstatten. In dem Haus? Im Osten befindet sich ein Eremit, ein Mann mit fragwürdigen Loyalitäten. Aber er kennt das Verbotene. Er könnte nützlich sein. Bringt ihn zur Kathedrale in Kiowaschat. Dann werdet ihr die Gunst des Lichts erhalten. Alter, ihr war am Start. Okay. Stream läuft noch. Minute 24 überstanden. Geil. So, Josef. Wer ist die Mutter? Nennt sie nicht so. Sie ist ein Dämon. Hat sie das selber so genannt? Die Predigten sagen, dass sie sich, oder, als Mutter von Sanctuario ausgeben wird. Wenn sie hier ist, dann war es die Sünde der Menschen, die sie Ja, okay, der Rest ist jetzt nicht so, wer ist diese Eremit? Das lege ich mir in der Hand. Wobei, das würde mich noch, doch, das würde mich schon interessieren. Der umgibt sich mit dunklem Wissen. Seid vorsichtig und betet, dass er nicht auch Lilith zum Opfer gibt. Okay. Könnte also eine Falle sein. Ja, dann auf zum Eremiten. Haha. Auf zur Falle. Aber was ist denn jetzt eigentlich mit deinen Skeletten? Da muss ich mal gucken, was. Skelettis. Die will ich haben.
Sackgasse. Ich bin noch nicht bereit. Ich bin noch nicht bereit. Aber wie, ich habe auch diesen Zauber gar nicht mehr, oder? Oder was ist da los? Ich verstehe es nicht. Habe ich das irgendwie deaktiviert aus Versehen? So viele Fragen. So wenig Antworten. Warte mal, wo muss ich lang? Hier lang. Oh. Bin ich wohl etwas falsch abgebogen. Sorry. Ah, jetzt hier. Ah, hier bin ich wieder. Nein. Ich brauche mehr Zeit. Rehbock springt weg und ich freue mich darüber. Ja, Enkeg. Weg suchen für Fortgeschritten ist das hier. Nirvjesk. Das kann ich hier nicht tun. Wie nennt man Fernsehverbot auf Russisch? Netflix. Activated. Geschwindigkeit werden für alle Charaktere. Ist ein bisschen laut, das geht noch nicht fest, richtig, weil der Ausschlag ist extrem, aber. Kann mir das irgendwie gar nicht vorstellen. Getöteter Milizsoldat. 10 Gold! Eiskalter Keller. Gehen wir mal rein, oder? Boah, ein bisschen rumgucken hier, ob wir vielleicht einen Ofen anmachen können. Ich kann keine Skelette beschwören! Oh nee, und jetzt muss ich hier noch. Mehr Zeit. Wieso kann ich denn. Ah, Knochenwanze. Ah, bringt mir nichts bei Endgegner. Wieso. Ich verstehe es nicht. Wieso nicht? Was wie? Warum kann ich denn hier nicht den das Skelett belegen? Ich check's nicht. Wo ist denn mein. Warum? Also was. Was ist mein. Hä? Warum kann ich die Skelette nicht beschwören? Wie kann ich denn jetzt hier. Wie kann ich denn hier. Diesem Spell oder diesem Skill eine Taste zuweisen? Aber es ist doch. Es ist doch. Nee. Dreieck ist einfach frei. Das heißt, ich muss es jetzt wieder neu zuweisen. Aber wie? Wie? Welche Taste? Welche Taste könnte es sein? Hier schon mal nicht? Leute! Wie kann ich denn jetzt diese Taste wieder? Fertigkeitszuweisung, was? L. Hier. Okay. Also warum hat es das raus? Ich verstehe es nicht. Keine Ahnung warum, aber. Aus irgendeinem Grund hat es das rausgeschmissen. Das checkt doch keiner. Keiner. Jetzt hab ich für Skelette. Skelett-Tanz. Geil. Skelett-Tanz, Skelett-Tanz. Und ich schwinge meine Sense. Durch eure Körper durch. Tot.
Ihr seid alle tot, 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 tot. Ich öffne die Kiste und freue mich wie ein Bernd. Das Brot. Große Freude. Bäm. Blüpfling. Ich gehe in die Höhle rein. In die Höhle immer tiefer rein. Bis zur Spinnenkönigin. Oh, die Skelette sind ja echt. So nice. So nice. Ah ja. Ja. Ganz schön größere Spinne oder was? Ja. Das ist mein Knochensperr. Hä? Knochensperr. Ich hab auch keinen Überblick mehr. Wo sind denn hier Gegner? Ich check das gerade gar nicht mehr, ja. Knochenspeer. Oh yeah, baby. Ein geiler Knochenspeer. Let's go, schieße. Rohleder. Geil. Eiersack. Ja, was machen wir eigentlich mit diesen ganzen Eisenteilen und mit Rohleder und so? Verbessern von Gegenständen eventuell? Vermute es mal ganz stark. Habe ich ja schon mal verwendet, irgendwann damals bei den Testphasen, haben wir schon wieder vergessen. Aber es könnte schon sein, oder? Boah, durchgelegt, durchgelegt. Ja. Okay, Tooltip. Tooltip. Mit. Weiß. Zack, 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 zack. Kleiner Kletterfax hier. Stream halt noch durch. Freut mich. Findet die Hütte des Eremiten. Ja. Wo wohnt denn der Meister? Meister Eder. Galgenrebe. Bestimmt gesund. Die Hütte, wo ist denn die Hütte von dem Eremiten? Oh, gefangenes Reh. Das Tier konnte sich aus der Falle befreien, kam aber nicht weit. Wer auch immer diese Kreatur gejagt hat, ist nirgends zu sehen. Oh, ich sehe doch hier so einen Pfad auf der Map. Den folge ich mal. Pfad, 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 Pfad. Jawohl. Windgepeitschte Hütte. Kräuter. Kräuter, Kräuter, Kräuter. Hallo, jemand zu Hause? Ist hier jemand? Das ist böse. Die Werkzeuge eines Pfeilers, sie sehen frisch benutzt aus. Kessel. Was auch immer da köchelt, riecht wunderbar. Kräuterpilze, Organe, nicht zum Kochen geeignet. Okay, alles klar. Noch was zum Lesen? Was versteckt ihr dorthin? Oh, ist das? Noch eine Falle? Bücher? Kurze Zähne. Jung. Gerade erst verwandelt. Einfach zu töten. Mhm. Weiter südlich als die anderen. Sie verbreiten sich. Ich muss mal kurz eine Sache hier einstellen, Freunde. Ich würde ja gern, dass ihr nämlich deutlicher hört, was die lesen. Aber gleichzeitig will ich auch nicht, dass der Game-Sound zu krass ist. Ich muss mal kurz gucken. Also ich mache jetzt hier mal den... Ich mache einfach alles runter. So, ich mache alles... Ich mache jetzt mal alles auf 80. Dialog lasse ich an. Umgebung habe ich auf 80. So. Speichern. Und jetzt mache ich hier den Gesamtsound ein bisschen lauter bei Streamlabs. Das müsste nämlich eigentlich der Sound vom Spiel passen immer noch, aber die Dialoge lauter sein. Lauter. Mann, lauter hier.
Er kommt jetzt, lasse Blut mit seiner Axt. Axt 24. Bro. Oh nee. Wenn ihr in mein Haus eindringt und meine Sachen durchwühlt, dann habt wenigstens den Anstand, mit mir zu Abend zu speisen. Ich bin wirklich sehr hungrig. Oh, Bro. Liebe auf dem ersten Blick. Eine unglaubliche Geschichte. Ich wünschte, sie wäre es nicht. Aber sie ist wahr. Warum hatte ich diese Vision? Bedankt euch bei diesen netten Dorfbewohnern, die euch Liliths Blut gaben. Das Blut eines Dämons. Nicht irgendein Dämon. Die Tochter des Hasses. Die Mutter Sanctuarius. Sie wurde vor Ewigkeiten verbannt. Aber diese Welt ist ihre Schöpfung. Ihre Rückkehr wurde prophezeit. Was will sie? Das ist die Frage. Sanctuario war schon immer im Zentrum des ewigen Konflikts gefangen. Einem Krieg zwischen Engeln und Dämonen. Doch Lilith dient keiner Seite. Sie hat ihre eigenen Pläne für uns. Und ich? Bin ich verdammt? Nicht sicher. Aber ihr habt eine Verbindung zu ihr. Was werdet ihr unternehmen? Die Bindung nutzen. Herausfinden, was sie vorhat. Gut. Dann stehen wir das gemeinsam durch. Ruht euch noch etwas aus. Dann begeben wir uns nach Kiowaschat. Wenn wir Lilith nicht aufhalten, sind wir alle verdammt. Ich habe noch Freunde mitgebracht. Wollen auch mit essen. Ich habe gar nichts auf dem Rippen. Jo, Leute. Wir legen uns jetzt erstmal hier schön Amuletten um den Hals. Also, ja. Hier, lasst mal ein Abo da, Leute. Halt. Jetzt in die Pause rein. Also, ich muss mal wirklich sagen, das ist ja ein geiles Game. Das ist ein geiles Game, Leute. Ich bin mir nicht sicher, ob in den Testphasen auch diese Zwischensequenzen so geil waren. Ich habe es mir wenn dann nicht angeschaut. Und ich muss sagen, die geben diesem ganzen Spiel nochmal ein gewisses Etwas und sorgen dafür, dass diese Story wirklich nicht langweilig, sich nicht langweilig anfühlt und man sich es auch einfach genüsslich reinziehen kann. So, das gibt es nämlich bei vielen Spielen nicht und das haben die richtig nice hinbekommen, plus natürlich diese ganze Game Mechanics und so, gefällt mir sowieso. Ja, also ich bin auf jeden Fall sehr, sehr, sehr froh über dieses Spiel. Das haben sie echt gut hinbekommen, macht mir richtig Spaß. Ich mache jetzt hier erstmal einen kleinen Cut, ihr Lieben, weil ich noch eine kurze Runde an die frische Luft will. Ich bin einfach so ein Naturmensch, so ein Gesundheitsmensch, ja. Frische Luft, das ist einfach mein Leben. Leute, in dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, bei Diablo 4 und unserem Totenbeschwörer. Bis dann. Ciao, ciao.